Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, meine lieben Freunde. Es geht weiter hier unten in der Höhle. Und ja, ich muss weiterhin fleißig abbauen. Ich bin immer noch auf der Suche nach ordentlich Rohstoffen. Ja, für alle, die Minecraft spielen, die wissen natürlich, wie wichtig es ist, gerade am Anfang genügend Rohstoffe zu haben, damit man hier nach Belieben bauen kann nachher, damit man all seine Wünsche quasi erfüllen kann. Mein erstes kleines Häuschen wird ein kleines Holzhäuschen werden. So als Beispiel. Oh, überall ist hier. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Hier nehmen wir mal. Das klingt immer sehr, sehr bedrohlich. Nein! Gleich erstmal was rein, ne? Scheiß Lava. Ja, aber dank der Lava ist es hier hell. Oh. So, ich möchte natürlich auch an dieser Stelle einfach mal... Nein! Ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen, weil es gab so viele, die nach meiner ersten Folge, die ja jetzt heute hochgeladen ist... Es gab so viele, die gesagt haben, sehr cool, Ben, sehr, sehr geil, mach bitte mehr. Es gab so viele Likes auf meine erste Folge und vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach riesig an alle, die hier so richtig fleißig auch kommentiert haben, die gesagt haben, na endlich Minecraft, Ben, bitte mach weiter und so weiter und so weiter. Ich habe mich wirklich übelst gefreut, wie so ein Honigkuchenpferdchen. Ich habe ja echt damit gerechnet, dass meine erste Folge vor allem... Ich bin ja so ein brutaler Anfänger hier in Minecraft, ihr wisst es ja. Ich habe echt gedacht, dass ich hier zerfetzt werde, dass die Leute das disliken werden ohne Ende. Aber es kam nicht so. Es waren zwar ein paar Dislikes da, die hat jeder. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch eine richtig geile Community. Ihr habt euch Minecraft gewünscht und ihr habt dann am Ende auch gesagt, ja cool, da, wirklich sehr, sehr cool, dass du es gemacht hast. Und ich habe sehr viel Spaß an Minecraft und ich finde, das ist genauso wichtig, wie dass euch die Folgen gefallen. Und deswegen, ja, bisher macht es mir so viel Spaß. So, blau, dazu brauche ich eine Eisenhacke, die habe ich noch nicht. Deswegen, ah, wir haben hier so viel zum Abbauen. Oh. Da haben wir gleich mal hier wieder Eisen gefunden. Da war noch mehr, glaube ich. Ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie stolz ich auf meine Community bin, wie stolz ich auf meine Zuschauer bin und so weiter. Wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es bekommen und ihr habt es... gewürdigt entsprechend und ihr habt mir Mut gemacht, das weiterzumachen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon 6 Folgen produziert, also gedreht, produziert ist immer so ein professionelles Wort. Dabei will ich das gar nicht so professionell halten. Oh, da hier ist ja alles voll mit irgendwas. Ja, das soll hier natürlich nicht reinfallen. Deswegen bauen wir mal ein bisschen zu. Ja, also wir sind hier wieder unterirdisch unterwegs und bauen hier ordentlich ab. Grandios. Ich werde zwar nicht so oft zu euch hingucken, da in die Kamera, aber trotzdem, oh. Ja, diese ganzen Supersteine, die hier richtig funkeln, die gelben, die grünen, die roten, die wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesehen haben, die kann ich alle mit dieser Axt hier nicht abbauen. Das heißt, wir werden irgendwann wiederkommen müssen. Aber ich denke mal, ich kriege hier schon genug Sachen mit, mit denen ich auf jeden Fall richtig cool bauen kann. Und mein Köfferchen ist ja noch nicht voll. So. Guck mal, da ist wieder Gold oder Gel, ja, und da, ja. Die kann ich noch nicht abbauen. Deswegen werde ich mich hier weiter, so, da ist wieder eine Axt zu Bruch gegangen, aber ich habe ja genug dabei. Ich habe ja richtig eingepackt. So. Selbst der Dennis hat, der PAX United, hat unter meinem Video kommentiert. Der ist ja eigentlich recht dürftig im Kommentieren, also kommentiert eigentlich wenig und deswegen war ich umso stolzer, dass auch er kommentiert hat und gesagt hat, mach das weiter. Aber änder nochmal die Vorschaubilder, denn die waren bisher nicht so gut. Da habe ich gesagt, das weiß ich. Bessere oder neuere sollen noch kommen, aber ich muss mich hier erstmal einfinden. Ich muss hier erstmal meinen eigenen Stil finden. Und ja, kommt alles. Na Leute, kommt alles. Oh, hier ist wieder was Blaues.
Wie markiere ich die denn? So, hier Achtung, hier oben. Blaue Scheiße. Weil wir... So. Ja, es ist natürlich gefährlich hier in der Lava so. So, jetzt ist das Ding, wo komme ich wieder raus? Aus dieser Höhle. Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich kann hier am Ende, oder ich kann so ein bisschen den Fackeln folgen. Oh. Ist da hinten Licht? Da ist auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Mein Gott, was hier alles drin ist. Oh. So, damit da nicht noch mehr reinfällt, mache ich das hier gleich mal wieder zu. So, oh, hier. Da hau ich... Was ist denn das? Diamanterz. Und Redstone-Erz. Ja, das ist natürlich alles eine geile Kacke, die hier so rumliegt. Wie gesagt, ich kann sie leider nicht abbauen, weil ich noch nicht genug Eisenerz hatte, bevor ich hier runtergekommen bin. In die Höhle, die wahrscheinlich... Ja, wie soll ich sagen? Unendlich scheint. So, hier Kohle. Wie gesagt... Wenn man erstmal anfängt hier zu brennen, braucht man auch unheimlich viel Kohle. Ja, dann nehme ich doch alles mit, was ich hier finde. Also Steinkohle. Ja, erstmal brauchen wir hier Licht. Haben wir noch 61 Fackeln, habe ich ja. Ich habe ja über 100 Stück mitgenommen. Ich glaube fast 120 Fackeln habe ich mit runtergenommen in die Höhle. Ja, und um solche Expeditionen zu starten, geht natürlich auch viel drauf, ne? Also 4 Sticks. Viel Kohle, die ich schon gesammelt hatte, ist dabei draufgegangen. Die muss man dann erstmal wieder einsammeln. Ja. Also ich bin jetzt schon gespannt, wie Folge 2 bei euch ankommen wird. Im Prinzip mache ich da nicht viel anderes als in Folge 1. Und jetzt sind wir, glaube ich, hier in Folge 7. Das könnte gefährlich sein. Ader vorbei. Ader Turan. So, blau-rot kann ich... Oh, da ist noch mehr. Ja, wenn man erstmal so eine Ader gefunden hat, dann ist man natürlich glücklich und nimmt hier auch gerne alles mit. Ah, hier ist wieder blau. Oh, das ist wieder Gold. Wir haben ja alles. So, vorhin hab... Oh, hier wieder. Ja, solange ich noch eine Axt habe, werde ich hier natürlich weiter dran rumkalimpern. Aber ich würde schon ganz gerne mal wieder nach draußen. So. Ein Glück sind hier keine Monster. Die habe ich ja ausgeschaltet. Sonst wäre das hier eine Expedition, die natürlich mit ordentlich Geschrei enden würde. Geschrei à la Zanzel. So, immer wenn ich denke, so, aber jetzt noch einmal um die Ecke gucken und dann gehe ich wirklich zurück. Wo auch immer dieses Zurück ist. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Finde ich hier wieder neues Eisenerz. Ja, und Kohle nehme ich natürlich auch mit. Ich weiß nicht, wie viel Werkzeug ich noch habe, um hier abzubauen. Zu schürfen, Gold zu schürfen. Oh, oh, ich könnte hier sowas bauen natürlich. Wie Parker Schnabel. Wo war noch mehr? Da. So, gehen wir nochmal hier weiter lang. Ja, kann ich nicht abbauen. Hier haben wir nochmal Steinsalz. Oh. Zahnsalat, nehmen das mit. What the fuck war das denn? Und ich habe nichts zu essen mit. Ich muss nach Hause. Jetzt muss ich hier wirklich nach Hause. So. Irgendwie nach oben. Ihr seht es, ich habe da nur noch eine Esskeule. Und da sind gerade ganz viele... Ich wäre fast gestorben gerade. Also ich habe echt auch noch Glück gehabt. Jetzt die Frage, in welche Richtung gehe ich? In welche Richtung gehe ich hier? Ah, hier geht's wieder nur runter.
Oh, jetzt krieg ich Hunger. Jetzt wird's hier. Ah, das ist, nervt mich. Nee, runter will ich nicht. Ich will hier raus. Ich werde jetzt nicht dran sterben an dem Hunger. Aber es ist super nervig. So, hier war ich noch nicht. So, hier war ich jetzt. Sieht man, weil es hier wieder hell wird. Ach, das liegt an der Lava, okay. Ich will hier einfach nur raus. Ich will nach oben. So, tut mir leid für diese nervigen Geräusche. Oh, ein Pilz, aber den kann ich nicht essen, ne? Ups. Oder kann ich den jetzt essen? Nein. Steinsalz kann ich auch nicht essen. Hier ist eine Sackgasse. So, jetzt muss ich echt hier, bin ich echt drauf und dran. Ja, das ist ja super nervig. Also, auf Expedition nimmt auch immer genug zu essen mit. Ich dachte, ich hätte was. Aber ich wurde hier gerade eines Besseren belehrt. Ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet. Zu Beginn dieser Folge. Puh, okay, also hier bin ich auch verkehrt. Oh, da oben. Hier sind Fackeln. Ich habe ja irgendwo Fackeln hingehängt immer. So als Zeichen. Ah, hier muss ich hoch. Da seht ihr. Drei übereinander heißt bei mir, hier geht's nach Hause. Komm schon. Ja. Ja. So, das wird jetzt hier ein Kampf. Mein Kampf. Na toll. Jetzt gehe ich ja wieder runter. Das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Ah, verdammt. Immer dieser Schlag. Ja, es ist, ich bin einfach hungrig. Das ist das. Falls ihr euch fragt, was das für Geräusche sind. Ich bin hungrig. War ich auch noch nicht. Huhuhu. So, ah, hier ist wieder. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Da oben, also hier hätte ich, musste ich hoch, okay. Hier unten war ich auch schon. Da muss ich wieder hoch. Seht ihr, ein Glück, dass ich mir schon so ein paar Zeichen gemacht habe. Wenn ich wiederherkomme, muss ich das besser machen. Muss ich. Ah, guck mal. Ah, ist das Tageslicht? Uah. Da oben ist Tageslicht. Es ist zwar gerade mitten in der Nacht, aber ich komme nach Hause. Huh. So. Schnee kann ich noch nicht essen. Oh, wenn ich zu Hause bin, ne? Leute. Vielleicht finde ich auch ein Schaf, was ich hier direkt wegknuspern kann oder irgendwas. Ja, man kann auch Fische fangen, glaube ich. Oder zumindest soll man angeln können. Ich so als Minecraft-Anfänger. Ja. Also ich habe es rechtzeitig am Ende der Folge nach Hause geschafft hier. Das sind wahrscheinlich nur Blumen gewesen gerade. Wisst ihr, was ich mich frage? Schmilzt das Eis irgendwann oder bleibt hier ewig Eis? Lauf, Forest. So. Hier den Weg kennen wir ja schon. Den muss ich auch mal schöner bauen. Obwohl, ich wollte ja gar nicht lange bleiben. So, da.
Eigentlich kann ich damit kochen. Oh, nee, eine viel bessere Idee. Ihr hört mein Handy-Dings. Das heißt eigentlich Folge zu Ende, aber ich werde hier erstmal abernten. So, und die habe ich jetzt da 11 Mal. Und das war's mit dem Hunger, meine lieben Freunde. So, man soll ja auch, ja, wenn es die Nacht ist, zack, dann wachsen die wohl schneller, habe ich mir mal sagen lassen. Hat die Zanzi erzählt. So, ich lege mich ins Bett, das war's für diese Folge, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.